Nein, nein, noch nicht. Warte, bis die letzten Getränke weg sind. Hier, ihr beiden, ihr könnt euch da übrigens auch nochmal einen Stuhl da. Ne? Nee? Ja, nur weil die sind auch Eisen. Wenn ihr es jetzt nicht macht, dann könnt ihr das. Okay, alles gut. Ja, liebes Publikum, das ist die letzte Vorstellung von Marvin, das Kostümfest. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und ich würde sagen, dann fangen wir einfach an. Wir bitten das geehrte Publikum, näher zu treten. Es hat die angenehme Aussicht, sich vielleicht 60 Minuten lang nicht zu langweilen. Wer nicht zufrieden ist, verlässt schon vorher den Saal. Wenn das geehrte Publikum glaubt, sich einer Unterhaltung hingeben zu können, irrt es sich. Kunst dient nicht der Unterhaltung, sondern der Erkenntnis. Was gezeigt wird, ist nichts weiter als das Leben. Die unendliche Wiederholung in all seinen bekannten Facetten. Ich bin ein Narr und eine Marionette. Und ihr seid nichts anderes, wenn ihr glaubt, einen freien Willen zu besitzen. Narren und Marionetten sind wir. Gefangen in unserem Theater, das wir Leben, Welt nennen. Ein buntes Treiben vieler Maskeraden. Alle Rädchen in einem großen Räderwerk. Angesichts der Ereignisse in der Welt beweise mir einer das Gegenteil und helfe mir, das alles zu erklären. Pandoras Büchse ist nicht leer. Des Pudels Kern, keine List Gottes. Nur dieser Pierrot, der müsste doch schon längst da sein. Anton? Marbeck, hast du einen Clown gesehen? Nein. Moment. Hab ich den überhaupt gebucht? Ah, da steht's ja. Schwarz auf weiß, sicher. Künstlerpark geben, kein Verlass. Wirklich kein Clown, Marbeck. Nein. Mensch, Marbeck, um die Uhrzeit schon Whisky? Die Bar doch noch geschlossen. Ha, ist der Mathilde wieder aufs Dach gestiegen. Wie hältst du es bloß mit solch einem exaltierten Weibsbild aus? Otto, ich bin auf der Flucht. Ja, scheint dir die gemütliche Flucht zu sein, so wie du da auf dem Barocker hockst. Anton! Ich habe weder Lust auf dieses grausige Kostümfest, noch meiner Frau beim stundenlangen Ankleiden beizuwohnen. Ich bin aus dem Hotelzimmer geflohen. Genau wie meine Luise. Während deine Mathilde mit Freude anreist, reist meine Luise mit Freude ab. Sie findet das Kostümfest scheußlich. Ach, die liebe Mathilde. Sie ist so reizend. Wirft sich immer so eine Schale für unser Kostümfest. Und die Schale kostet. Ah.
Kleines Vermögen, oder? Ein kleines Vermögen. Oh. Naja, du hast deine Knopfwerke ja gut verhökert. Trotzdem, so ein Batzen Geld auszugeben für ein Kostüm? Hm. Tja, so sind die Frauen. Ha. Du und deine Mathilde, meine Güte, wie lange seid ihr schon verheiratet, was? Ihr Armen. Mit meiner Luise läuft auch nichts mehr. Ich langweile mich. Alles Trott und noch keine Party. Als Spross einer Hotelfamilie ist es auch nicht leicht, das Erbe weiterzuführen, wenn man eigentlich für etwas anderes geboren ist. Die Welt steht offen und ich, Trottel, darf mich hier mit hochnäsigen Gästen rumplagen, ihre Wünsche erfüllen und ihnen alles von den Augen ablesen. Ich muss mal wieder raus hier. Ich muss was. Brauch was Frisches, Nettes, Verführerisches. Mal wieder die Sonne sehen und. Schöne Beine. Schöne Beine. Schöne Beine. Anton? Anton? Hier! Hast du einen komischen Clown gesehen? Hinterm Vorhang! Wo steckst du denn? Hinterm Vorhang! Ah. Hast du den Clown gesehen? Ja! Der sitzt in der Bar und trinkt jetzt schon Whisky! Kaum zu glauben! Der muss noch auftreten! Otto, es entzieht sich leider meiner Kenntnis, bei welcher Himmelfahrtsagentur du die Künstler für das Bühnenprogramm heute Abend gebucht hast. Aber dieser hat gelinde gesagt, nicht alle Tassen im Schrank. Das nächste Mal erledige ich die Buchung wieder, wenn es gerecht ist. Hallo Rose, Josephine. Wir kommen. Ja, Anton Müller, dafür habe ich dich auch eingestellt. Du bist ausnahmsweise mal gutes Personal. Ich habe schließlich Wichtigeres zu tun. Und das ist Mabek, der hier in der Bar sitzt und nicht der Clown. Mabek? Ich dachte Pierrot. Ja, Pierrot, genau, genau, den suche ich. Der sitzt in der Bar. Nein, in der Bar sitzt Mabek und nicht der Pierrot. Ach, du suchst Robert Pieper. Wer zum Teufel ist ein Robert Pieper? Das ist Pierrot. Ach so. Ha. Jetzt sag mir nicht, dass dieser komische Clown noch nicht da ist. Dann sag ich's nicht. Otto, ich stell dich statt seiner persönlich auf die Bühne und dann kannst du zusehen, wie du die Leute zum Lachen bringst. Der war gut. Und wer ist denn dieser komische Vogel in der Bar? Wie viele Clowns haben wir denn eigentlich im Stück? Ich hoffe, es ist wenigstens einer dabei, der eine rote Nase hat, jonglieren kann und weint, wenn ihm der Elefant die Blume zertritt. Moment. Apropos, haben wir Elefanten? Na, die werden nachher noch zu Genüge an unseren Tischen sitzen. Eisbären! Anton, dieses Jahr haben wir Eisbären! Ah! Einer ist da. Oh. Herr Generaldirektor? Was für ein Zirkus! Noch ein Whisky? Ich gehe, glaube ich. Ja, aber das kannst du nicht. Warum nicht? Na, du wartest doch. Auf Mathilde. Ach ja. Oh. Was wartet denn? Komm, vergiss den Generaldirektor Richard Funke, ja? Den gibt es nicht mehr. Funke hat seine Knopfwerke verhökert. Er ist jetzt Mabek. Er sagt, er gibt sich keinerlei Illusionen mehr hin. Er sei nur ein kleines Rädchen in einem großen Räderwerk. Ein Narr, eine Marionette, gezogen von den Fäden Gottes. Und er wäre in dieser Posse. Nein, es wäre, was sagte er? Er sei ein Narr in einer Posse, aber nicht vor Gott, sondern durch Gott. Durch Gott wird er zum Narren. Und was macht er dann hier? Weil Gott diese Reise für ihn gebucht hat. Weil er das Elysium noch nicht gefunden hat, weil er den schwarzen Fluss noch nicht durchqueren konnte, was weiß ich. Seine Frau Mathilde, die ist doch mal ganz versessen auf unser kleines Kostümfest. Und sie gibt jedes Mal ein kleines Vermögen aus. Und eine Dame wie Mathilde wird zu diesem Zwecke niemals allein anreisen. Das entspräche ganz und gar nicht ihrer Etikette. Ja, recht so. Dame bleibt eben Dame, ganz in meinem Sinne. Ha, was merkt du, alter Haudegen? Der einzige Portier, der etwas taugt und sogar sprechen kann. Lässt dir das Kostümfest auch nicht entgehen, was? So ist recht, immer ein Auge auf die Weibsbilder haben. Wie konservativ und grausam. Ich ziehe jetzt den Stecker. Geht, geht doch wieder heran. Spieglein, Spieglein in meiner Hand, was birgt deine unergründliche Tiefe? Ja, auch ich muss einmal sterben. Doch ehe ich diese Bühne verlasse, werde ich mein Spiel auf die Spitze treiben. Was bleibt mir anderes übrig?
sofern mir ein Ausgang aus diesem Spinnennetz verwehrt bleibt. Ach, wie gut, dass niemand weiß. In welche von uns dreien soll ich mich verwandeln? Was meinen Sie? Na, in mich! Nein, in mich! Vergessen Sie es, in mich! Na, das würde ich mir aber überlegen. Oh, dieses Kostümfest. Das konnte ja keiner ahnen. Frau von Lack, wir bitten Sie höflich, an unserem Kostümfest teilzunehmen. Als ob ich nicht schon genug Verkleidung trage. Also gut, dann nehmen wir doch teil, um nicht aufzufallen. Ja, bitte? Zimmerservice, Frau Lack. Von Lack. Oh, Verzeihung, natürlich, Frau von Lack. Ich wollte nur fragen, ob Sie etwas brauchen und ob Sie einen ganz besonderen Wunsch haben. Welche Fürsorge? Nein, danke. Oh, dann brauchen Sie wirklich gar nichts? Wie ich schon sagte, danke. Ach, entschuldigen Sie, ich vermisse zwei Damen unseres Personals. Man sagte mir, die beiden helfen Ihnen beim Umkleiden. Ja, das ist richtig. Anne-Rose und Josephine sind wirklich bezaubernd und unterstützen mich tatkräftig, ja, obwohl sie recht wortkarg sind. Ja. Ah, gut, ja. Würden Sie Frau Schieber und Frau Kiesbach dann wieder zu mir schicken, sobald Sie fertig sind? Aber sicher, Herr Schwanke. Oh, Sie haben mich erkannt? Elefanten vergessen nie. Elefanten? Ach so, entschuldigen, haben Sie zufälligerweise einen Clown gesehen? Aber ja! Ja, natürlich. Als ich eincheckte, saß er in der Bar. Ha, meine Güte, ein wirklich jammervoller Anblick. So melancholisch und ganz allein. Oh, also wenn das der Clown des heutigen Abends sein soll, na dann gute Nacht. Nein, 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 das war mal weg. Ich suche den Clown Pierrot. Aha. Meine Damen, Sie haben es ja gehört. Vielen Dank, ich komme jetzt allein zurecht. Sie werden schon vermisst. Mein Dank, mein Dank. Einen Whisky vertragen, einen Whisky, einen Whisky, das ist kein Whisky, das ist auch kein Whisky, Wasser, oh Gott. Das Zeug ist ja grässlich. Boah. Oh. Also gut, Isabella. Ab in die Bar. Schließlich gibt es was zu feiern. Isabella von Lack. Ja, das weiß ich, aber wer ist sie? Wann ist sie angekommen? Sie ist heute angetroffen. Sie hatte reserviert. Eine sehr kultivierte Person. Eine ehemalige Seiltänzerin vom Zirkus Krone. Seiltänzerin? Ja, ich habe sie erkannt. Oh, ich war oft im Zirkus Krone. Natürlich hat sie sich so nicht vorgestellt. Sie hat Stil. Das ist ein Weib, was? Sie hat Feuer. Richtig heißes Eisen, traut es ja kaum anzupassen. Das sollst du auch nicht. Otto, was bist du nur für ein genusssüchtiger Egoist? Willst alle Freiheiten und die arme Luise soll alle Bitterkeit ertragen und dafür auch noch dankbar sein? Eines Tages läuft sie dir davon. Ich gehe. Ja, aber das kannst du nicht. Warum nicht?
Dann wartet's ab. Auf Mathilde! Ach, ja. Ist es möglich, in die... Ah. Ist es möglich, in diesem Hause einen vernünftigen Whisky zu bekommen? Aber selbstverständlich, Frau von Lack. Anton, serviere der Dame ein Gläschen Whisky, aber von meinem Besten. Natürlich, natürlich. Oh, haben Sie keine Whiskygläser? Glas, natürlich, ja, natürlich haben wir, das ist mir noch nie passiert, entschuldigen Sie, natürlich haben wir Gläser, natürlich Whiskygläser. Ah, na, bin ich ja erleichtert. In was für einer Welt leben wir bloß, finden Sie nicht auch? Zu viele hässliche Worte, man ist eingezwängt in alltägliche Langweiligkeiten. Es wird gestohlen und geraubt. Gerade jetzt, da stand wieder so ein Fall in der Zeitung, haben Sie den gelesen? Dieser Dieb, der die Willen reicher Leute anbricht und den Schmuck stiehlt. Das Kuriose daran ist, dass der Dieb anscheinend ganz genau weiß, was er zu stehlen hat. Vielleicht so eine Art moderner Robin Hood? Ja, ja, ja. Ich habe darüber gelesen. Robin Hood? Tja, eine bessere Verteilung wäre in der Tat eine gute Sache. Aber doch nicht auf diese Art und Weise. Das kann doch kein vernunftbegabter Mensch in Erwägung ziehen. Vernunft? Oh, ein interessantes Wort. Sind Sie ein vernünftiger Mensch? Was, Anton? Mein Anton ist die Vernunft in Person. Er ist loyal, korrekt, konservativ, zuverlässig. Er funktioniert einwandfrei im Hamsterrad. Darüber hinaus ist er bescheiden, stellt keine hohen Ansprüche und ist zufrieden und fühlt sich in seinem gesellschaftlichen Korsett sehr, sehr wohl. Nicht wahr, Anton? Würde man ihm ein Stück Zucker zuwerfen, so stürzt er sich darauf wie andere. Nein, nein, er wartet ab. Er macht es wie die Ratten. Die schicken auch mal eine vor, die den Flurkass auf die ganze Truppe spielen. Natürlich, Anton, du bist keine Ratte, du bist nur genauso vorsichtig. Nicht wahr, Anton? Entschuldigen Sie, Ottos geflügelte Zunge. Manchmal geht es mit ihm durch und dann trampelt er alles nieder wie ein zaumloses Pferd. Aber meine Herren, ich höre keinen Widerspruch. Aber meine liebe Isabelle, ein Leben im Hamsterrad, wer möchte denn so etwas fühlen? Hamsterrad? Hamsterrad? Das kommt auf die Betrachtungsweise an. Dies ist ein Hotel mit vielen verschiedenen Menschen darin, die alle kommen und gehen. Ihnen bereite ich gern den besten Service. Ja, dieses verdammte Hotel, das ich erben musste. Mich hat man wohl keine Wahl gestellt. Ja, Moment, Sie hätten ablehnen können. Was? Das hätte mein Vater umgebracht und ich hätte keinen roten Heller gesehen. Sehen Sie! Trotzdem. Ich hätte ganz gerne aus meinem eigenen freien Willen entschieden. Es gibt keinen freien Willen. Selbst auf einer einsamen Insel sind Sie gezwungen, Bedingungen zu schaffen, die Ihr Überleben sichern. Tun Sie es nicht, sterben Sie. Sie haben die Wahl, Leben oder Tod. Und hier wählen Sie nur eine Sprosse in Ihrem Hamsterrad, wie Sie es nennen, im großen Spiel, das Leben heißt. Das Wort frei macht es so kompliziert. Herr Schwan... Oh, Otto, Sie bitte, bitte, bitte. Sagen Sie doch einfach nur Otto zu mir, meine liebe Isabella. Oh, gut. Otto, Sie stecken viel tiefer drin als Anton. Ich darf doch Anton sagen? Ja. Ja. Anton hat sich geschickt arrangiert. Sie aber glauben, es wäre genau andersherum, nicht wahr? Sie glauben, freier zu sein als Anton, weil ihr Erbe und dieses Hotel sie finanziell unabhängig und dadurch freier machen. Frei, mein lieber Otto. Fangen Sie bloß nicht an, darüber nachzudenken. Sie werden scheitern. Denn die Hoffnung auf eine bessere Welt ist immer mit dem Glauben an eine Lösung der bestehenden Übel verbunden. Was ist, wenn diese Lösung eine Narretei, eine Vorgaukelei ist und es sie gar nicht gibt? Also, jagen Sie nicht das Unbekannte. Bringen Sie wieder festen Boden unter Ihre Füße. Betreten Sie festes Land und arrangieren Sie Ihre Maske. Aber was bleibt denn dann noch? Das, was man selbst daraus macht. Und die Liebe
Vielleicht ist Liebe einer der großen Schlüssel, die wir suchen, um dem Übel der Welt, das wir selbst an göttlichen Fäden gezogen veranstalten, den Garaus zu machen. Liebe. Kann der Liebe Sünde sein, wenn man einmal alles vergisst vorne? Vermittlung, ja, hallo. Ja, ich möchte ein Ferngespräch anmelden. Ja. Köln 4711. Danke. Ja, hallo? Ja, ja, natürlich. Es ist alles da. Wie vereinbart. Ja. Gut, gut. Arrangieren Sie alles Nötige. Dann melde ich mich wieder. In 5 Minuten beginnt das Kostümfest. Was ist jetzt mit diesem Clown? Ist er nun da oder nicht? Herrgott nochmal, ich weiß es doch auch nicht, dieser verflixte Clown da. Gestern haben mir erzählt, Sie hätten ihn gesehen. Gut. Die Gäste sitzen alle brav an ihren Tischen, die Elefanten auch. Sehr gut. Ja, der Service ist durch, die Küche ist bereit, alles wunderbar vorbereitet. Und die Fasanenbrüste und die 4 Kisten Bordeaux und der Champagner, den du bestellen wolltest. Oh, ja. Also, das habe ich vergessen. Ich weiß, es handelt sich ja nur um unser Kostümfest, eine alte Tradition unseres Hauses. Keine Sorge, es ist alles da. Oh, Mann, danke, Anton. Diese Isabella, die hat es in sich, was? Pass auf, die kriege ich schon noch rum. Ist das alles, worum deine Gedanken kreisen? Ja. Wir haben volles Haus, inklusive dichten Bühnenprogramm. Oh, wie hat sie gesagt? Du hast keinen festen Boden unter den Füßen. Sie hat dich durchschaut und sie muss es wissen. Sie war einmal Seiltänzerin. Sie ist viel zu schade für einen wie dich. Ein Windhund, einen Schürzenjäger, der von Liebe nicht versteht. Die arme Luise, sie tut mir wirklich leid. Plopp, plopp. Hörst du die Korken knallen? Ja. Unser Kostümfest hat angefangen. Also, auf mit dem Maschen. Ich schlage vor, du suchst jetzt endlich diesen Clown. Wir können es uns nicht leisten, Geld zum Fenster rauszuwerfen und unsere Gäste zu enttäuschen. Jawohl, Sir. Volladra, Hippie. Ich gehe auf. Ich fürchte, das können Sie nicht. Warum nicht? Nun ja, Sie warten. Auf Ihre Frau, Mathilde. Ach ja. Herrschaft, haben wir denn nichts zu tun? Herr Müller, es ist alles angerichtet. Alle Gäste sind bedient und zufrieden und das Kostümfest hat begonnen. Herzlichen Dank, Fräulein Schiefer. Aber Sie sollten die Gäste wirklich nicht aus dem Auge lassen. Sie sind ja schließlich nicht zum Vergnügen hier. Ist der Sekt übrig? Geben Sie mal her. Meine Herrschaften, es tut mir leid, aber während der Arbeitszeit ist Alkoholtrinken strengstens verboten. Ach, na, da bin ich ja. Danke. Da habe ich aber Glück, dass ich gerade nicht arbeite. Oder doch? Ach, wer weiß. Frau von Lack. Oh. Ach, sagen Sie Isabella, Anton. Ja. Sagen Sie, täuscht mich mein Eindruck oder wie? Also, Sie müssen ja schon, wie lange sind Sie eigentlich in diesem Hotel hier? Eine Ewigkeit, oder? Eine sehr lange Zeit schon, ja. Kann ich Ihnen noch etwas anbieten? Nüsse oder Salzstangen vielleicht? Nein, vielen Dank. Wie ich sehe, Sie reisen allein. Ja, ich reise immer allein. Und nein, es wartet niemand auf mich. Also dann, also wenn Sie vielleicht, also später, eventuell im Saal, also dann möglicherweise ganz vielleicht tanzen möchten, dann würde ich mich gern zur Verfügung stellen. Tanzen Sie gern? Ja. Viel zu selten.
aber ich beherrsche alle Tänze. Sie wissen schon, die gute alte Tanzschule. Oh ja, ich nehme Ihr Angebot mit Vergnügen an. Ja. Sagen Sie, Anton, sind Sie es nicht, der im Grunde dieses Hotel hier führt? Nein. Nun ja, also doch, also, naja, nein, also, wissen Sie, Ottos, Herrn Schwankes kaufmännische und personelle Fähigkeiten sind limitiert, von daher erledige ich das meiste, um nicht zu sagen alles. Wissen Sie, Otto schwebt mal hier, mal da herum, bringt Chaos in sämtliche Planungen, hat von Buchhaltung und Bilanzen so viel Ahnung wie ich von chinesischen Schriftzeichen und ist ganz und gar unfähig, einen Clown zu buchen für das heutige Programm. Ständig schielt er nach anderen Frauen, betrügt seine eigene. Ein Luftikus, sage ich Ihnen, mehr nicht. Aber sich aufplustern und den großen Chef mimen, das kann er gut. Entschuldigen Sie, ich habe gerade etwas... Ach, an die Kontenance verloren. Ach, Anton, es gibt Schlimmeres, glauben Sie es mir. Ach ja, es ist leider, leider offensichtlich, dass der Erbe dieses schmucken Hotels nichts taugt, nicht nur? Gut! Menschenkenntnis ist keine Tugend. Anton, sagen Sie, wer ist eigentlich dieser Herr? Welcher Herr? Der in der Bar sitzt. Seit ich angekommen bin, hat er die Bar scheinbar nicht verlassen. Was macht er denn dort die ganze Zeit? Er wartet auf seine Frau, Mathilde. Sie zieht sich schon seit Stunden in ihrem Hotelzimmer um. Am Ende gibt es gar keine Mathilde. Wie meinen Sie das? Na, möglicherweise so, wie Sie es vorhin mit der Lösung gemeint haben. Am Ende gibt es keine Lösung, meine ich. Ja, aber warum sitzt er dann hier? Weil er die Hoffnung nicht aufgibt, dass sie es irgendwann schafft. Das wäre eine auf den Geschlechterkampf bezogene Erlösung seines momentanen Übels. Er könnte nach oben ins Hotelzimmer gehen und die Koffer für die morgige Abreise packen. Och, Anton, ich erlöse Sie jetzt. Ich erlöse Sie jetzt. Ja, die Stimmung im Saal scheint ja gut zu sein, nicht wahr, meine Damen? Und die Eisbärennummer, oh, die möchte ich auf gar keinen Fall verpassen. Die Eisbären, ich meine, wer hat schon Eisbären? Eine Rose, Josef. Bis später, Anton, ja? Bis später. Die Eisbären, ich komme. Oh, Otto, gehen Sie auf die Jagd? Ja. Gehen Sie auf die Jagd? Na dann, Otto. Ein Jäger. Otto. Hey. Otto. Was? Wo ist der Clown? Ja, den habe ich gebucht. Hier, da, hier steht's, schwarz auf weiß. Otto? Der ist gebucht, der muss... Wo ist der Clown, verdammt nochmal? Anton, Anton, der kommt doch noch, der ist doch gebucht. Anton? Anton, Anton, ich bin der Chef. Otto? Ja, Vermittlung? Ja. Möchte ein Ferngespräch anmelden. Köln 4711. Danke. Hallo? Ja. Ja. Oh. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das war... Ja. Überlegen Sie sich was. Gut. Sie wissen schon, je länger... Ja, genau. Gut. Ich melde mich wieder. Isabella, Sie sind eine hervorragende Tänzerin, nicht nur auf dem Seil, auch auf dem Parkett. Ach, Anton, lassen Sie die alten Geschichten ruhen. Und ich muss sagen, ich bin überrascht, dass Sie so oft im Zirkus Krone waren. Dass ich einmal mit meinem Publikum tanze, hätte ich ja niemals gedacht. Aber Anton, Sie haben wirklich nicht übertrieben. Sie machen ja selbst bei einem Walzer nicht Halt. Halt! Halt! Die Nummer, die muss sofort gestoppt werden!
Ich störe dieses Techtelmechtel ja nur äußerst ungern, aber wenn der Herr Müller seiner Aufgabe nachkäme, für die ich ihn angestellt habe, dann wäre das da vielleicht nicht passiert. Ein Eisbär ist umgefallen. Ist der Herr Geheimrat auf einer Bananenschale ausgerutscht? Nein, auf einen Pinguin. Auf einen Pinguin? Ja, hat mir der Flamingo erzählt. Der Flamingo? Ja, Fräulein Fräulein Josephine. Fräulein Schiefer, unsere Anne Rose, die hat mir das erzählt. Ja, und der Pinguin. Ist seine Sekretärin. Ja. Und jetzt? Man kümmert sich um ihn. Er verdrückt das Klima im Saal nicht. Es ist ihm zu heiß. Oh, die Tänzerinnen müssen raus. Sie müssen überbrücken. Na, jeder Leben ist für ein Chaos. Ach, meine liebe Isabella, Sie bewegen sich ja wie eine Feder. Ich habe Sie vorhin tanzen sehen im Saal. Sagen Sie, was halten Sie davon, wenn wir eine kleine Spritztour machen mit meinem Cabrio? Hm? Ein bisschen frische Luft schnappen, was meinen Sie? Im Saal, da ist es so stickig. Hm? Wir könnten rausfahren, hier ganz in der Nähe, da gibt es einen wunderbaren kleinen See. Und dort könnten wir eine Champagnerpause einlegen. Hm? Was meinen Sie? Ich glaube, wir haben heute einen roten Sonnenuntergang. Otto, das ist sehr charmant, Ihr Angebot. Aber im Moment muss ich leider ablehnen. Oh. Ja, ich möchte die Eisbären unbedingt sehen. Und das Kostümfest ist ganz nach meinem Geschmack. Hm? Und außerdem, ja, also, aber zu späterer Stunde, wenn die Sonne untergeht, können wir gerne in den Sonnenuntergang fahren. Otto! Otto! Was ist denn im Saal los? Das schwimmt ja alles! Unmöglich für die Tänzerinnen aufzutreten! Ach, das bisschen Wasser da. Bisschen Wasser! Wenn das nicht aufhört, könnten wir an unsere Gäste Schwimmflügel verteilen. Die Eisbärnummer muss nach hinten verschoben werden. Ja. Der Clown muss raus. Ja. Der Clown! Ja, ja, der ist da. Hoffe ich zumindest. So. Wo war ich stehen geblieben? Im Park- und Halteverbot, Otto. Also ich muss sagen, wow, Sie haben die Ruhe weg. Nass und nasser wird's im Saal und auf den Stufen. Herr und Meister, hör mich rufen. Doch Sie plaudern genüsslich mit mir. Ja, ich muss sagen, Hut ab. Nun gut, Otto, Ihnen gehört dieses Hotel schließlich, nicht wahr? Und ich bin kein Besen. Was denn, meine liebe Isabella? Außer Besen nichts gewesen? Ah, Rosberg! Rosberg! Wie läuft's? Ja, der Herr Dr. Nagelschmidt möchte abreisen. Was, jetzt? Mitten auf dem Kostümfest? Er sagt, er kann nicht schwimmen. Ja. Ja, jetzt wird's aber 13. Ach, benennen Sie das Hotel doch um. In Hotel Titanic! Huh? Hörte ich soeben Titanic? Wie makaber! Otto, die Gäste denken, die ganze Schwimmerei gehört zur Show. Gut. Nein, das ist überhaupt nicht gut, denn die flüchten alle in ihre Hotelzimmer. Das ist eine Katastrophe. Ja. Die Tänzerinnen wollen abreisen, das Orchester packt seine Instrumente zusammen und der Clown Pierrot ist nirgends aufzufinden. Die Artisten sind stinksauer. Und das Wasser bekommen wir nur schwer in den Griff. In der Küche herrscht Chaos. Ja, die Fasanenbrüste sind fertig, stehen bereit für den Service. Doch die meisten Gäste sind auf ihre Hotelzimmer gegangen. Und zu einem Überfluss war die Polizei gerade da. Sie suchen eine Frau. Blond, mittelgroß, etwa um die 40. Es muss sich um eine sehr sportliche Frau handeln. Vermutlich eine Artistin oder sowas. Es geht um diese Diebstähle, die in den Zeitungen stehen. Die Einbrüche in den Villen. Diese Beschreibung passt ja perfekt auf Isabella. Oh. Sie sind doch Seiltänzerin. Ja, Sie sind ja gut informiert, Otto. Ja, 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 das war ich vor langer Zeit einmal. Aber heutzutage weiß ich schon gar nicht mehr, wie ein Seil aussieht. Das ist schon ewig her. Rosberg, was stehen Sie hier rum? Die Schwimmflügel sind ausschließlich für die Gäste vorgesehen und nicht fürs Personal. Wollen Sie abreisen? Los, schnappen Sie sich einen Eimer und dann ab in den Saal. Hopp, 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 jetzt hopp. Ach, Herr Isabella, kommen Sie, ich muss Ihnen da etwas zeigen. Was zeigen? Da bin ich aber neugierig, Otto. Ich brauche einen Schnaps. Isabella, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich möchte noch einmal mit Ihnen tanzen, bis in den Sonnenuntergang. Ach, Anton,
Das ist sehr liebenswürdig. Ich nehme Ihr Angebot mit Vergnügen und sehr gerne an. Aber heute bin ich leider schon verplant. Aber gerne ein anderes Mal, hm? Ja, ein andermal. Sicher. Isabella, ich muss Ihnen etwas sagen. Sie sind die bezauberndste Brustbraut. Lady, ich meine Frau, der ich jemals begegnet bin. Ich muss raus hier, ich bin wie Sie, ich muss unterwegs sein. Wollen Sie mit mir durchbrennen? Durchbrennen? Otto, wir sind doch keine Teenager mehr. Otto, wenn Sie Ihre Frau verlassen wollen, dann tun Sie das, aber ohne mich. Hm? Anton, sie will nichts von dir. Vergiss es. Otto, du bist verheiratet. Denk an deine Luise. Anton, wenn du nicht die Finger von ihr lässt, ja, dann schmeißt du dich achtkantig raus. Spar dir die Mühe, ich kündige. Nein, das ist ja alles im Besten. Was? Ich kündige. Oh, Mensch, Anne Rose, mach doch nicht so einen Lärm! Oh, Roland Schiefer, was ist denn mit Ihnen? Sie sind ja ganz blass. Das war der Tee für Zimmer 102. Anne Rose, da bist du ja. Mensch, über diese Geschichten. Sag mal, hast du anderswo eine bessere Stelle in Aussicht? Oder warum willst du ja von Knall auf Fall kündigen? Otto, hier bricht doch alles zusammen. Ich kündige. Ja, du meinst wohl, du brichst zusammen. Wegen Isabella. Oh, Anne Rose, warte doch mal. Mensch, Anton, warte doch, Mann, man kann doch mal alles reden. Vermittlung? Ja. Ich hätte gern ein Ferngespräch. Köln, 4711. Ja, Glockengasse. Danke. Ja. Hallo? Ja. Na, wunderbar. Ja, das sind doch schon ganz andere Töne. Musik in meinen Augen. Ja, wunderbar. Gut. Ja. Vergessen Sie den Koffer nicht. Gut, bis dahin. Ein gelungenes Kostümfest. Hey, hey, hey. Das Orchester und die Tänzerinnen sind abgereist. Die Eisbären schwitzen. Und die Fasanenbrüste stehen kalt in der Küche. Luise hat gesagt, sie können wir morgen auch noch zum Frühstück anbieten. Ach, ist sie wieder da? Ja, sie ist früher zurückgekehrt als geplant. Und ich bin froh darüber. Ich werde bei ihr bleiben. Da weiß ich, was ich habe und eigentlich ist es auch ganz schön mit meiner Dings, Luise. Ja, wo soll ich auch schon hingehen? Sieh an, kaum ist die liebe Frau wieder da, schon dreht sich alles. Und die großen Worte versickern in kleinen Pfützen. Naja, so ist das nun mal. Das moralische Gesetz in uns ist ewig und unveränderlich. Bei dir ist es aber weniger deine Moral, sondern deine Angst. Du bist ein Angsthase. Und das ist auch gut so. Für dich, für uns, für das Hotel, für Luise, ja, für uns alle. Also, ich will nie wieder was von Trott hören. Schmücke deinen Trott und du hast Freude. Was soll das heißen? Es soll heißen, ich bleibe. Ach. Ja, ich werde Anne Rose heiraten. Ach. Ja. Anne Rose liebt mich und ich mag sie. Es wird Zeit für mich, in vernünftigen Verhältnissen zu leben und zu heiraten. Ja, sie ist fleißig, zuverlässig, vernünftig und äußerlich ganz nach meinem Geschmack. Das sagst du, ja? Ausgerechnet du, Anton Müller, der immer von Liebe spricht. Ja, Liebe hin, Liebe her, sie kommt oder nicht, manchmal eben in der falschen Person. Ich habe keine Zeit darauf zu warten, bis sie kommt. Liebe kann auch wachsen und entstehen. Vielleicht liebe ich Anne Rose ja schon längst und weiß es nur noch nicht. Das ist es auch, was ich vermute. Ja, was du vermutest, Anton. Mensch, diese Isabella, Anton, die hat dich in Schwitzen und Stochern gebracht. So verwirrt und aufgewühlt habe ich dich noch nie gesehen. Das mag sein, das war ein Irrtum. Bodo, kommt heute nicht.
Godot? Meine Frau. Aber sie hat ausdrücklich ausrichten lassen, dass sie kommen wird. Dann warte ich. Ist es möglich, in diesem Hause einen vernünftigen Whisky zu bekommen? Aber selbstverständlich, Frau von Lack. Anton, servier der Dame ein Gläschen Whisky, aber von meinem Besten, ja? Natürlich, natürlich. Haben Sie keine Whiskygläser? Glas? Ja, natürlich. Entschuldigen Sie, das ist mir noch nie passiert. Also, natürlich haben wir Gläser, Whiskygläser. Oh ja, da bin ich ja erleichtert. Ach, in was für einer Welt leben wir bloß, finden Sie nicht auch? Zu viele hässliche Worte, man ist eingezwängt in alltägliche Langweiligkeiten. Es wird überall gestohlen und geraubt. Dieser Dieb ist immer nicht gefasst. Sie ist viel zu schlau und clever. Die Polizei ist völlig ratlos. Aber eigentlich macht sie es doch genau richtig. Nimmt sich, was sie braucht. Aber doch nicht auf diese Art und Weise. Das kann doch kein vernunftbegabter Mensch in Erwägung ziehen. Vernunft? Ein interessantes Wort. Oh, Leute, guckt mal, was ich gefunden habe im Zimmer 106. Ich habe mich gerade eine Steckdose repariert. Da haben mich diese Klunker hier angefunkelt. Das ist genau das, was in der Zeitung abgebildet war hier, was dieser Dieb hier, dieser Robin Hood hier klaut. Isabella, Isabella, Sie sind es doch. Isabella, Sie haben mich belogen. Sie tanzen doch noch auf dem Seil. Otto, du musst die Polizei rufen. Ja? Ja. Huch, oh, Herr Rosberg, was für ein starker Körper. Oh, die Muskulatur. Oh. Ich habe hier einen Whisky, den kann sie doch noch austrinken. Anton. Vermittlung? Ja, die Polizei bitte. Ah, Otto Schwanke hier, Hoteldirektor vom Hotel zur Sonne. Ja, ja, Sie waren doch heute Morgen bei uns. Und genau, die Personenbeschreibung, ja. Ja, die gesuchte Person ist bei uns und wir halten sie gerade fest, ja. Was? Nein, nicht der Kunstraub in der Bugs-Beckmann-Ausstellung. Nein, nein. Es geht um diese Diebin, die die Villen anbricht und den Schmuck raubt. Ja, die halten wir fest, genau. Sagen Sie, wann? In einer Viertelstunde. Gut, gut. Ach, sagen Sie, als Sie vorhin bei uns waren, haben Sie da zufälligerweise so einen Clown gesehen? Ja! Ja, ach so, ja, gut. Ach, eine Bitte. Wenn Sie dann Frau von Lack abholen, könnten Sie da etwas diskret vorgehen, nicht, dass unsere anderen Gäste Sie verstehen. Sie verstehen, ja, sehr gut. Ja, dann bis gleich, auf Wiederhören. Wir kommen! Anne-Rose, Josephine, Otto, es entzieht sich leider meiner Kenntnis, bei welcher Himmelfahrtsagentur du die Künstler für das Bühnenprogramm heute Abend gebucht hast. Aber dieser Typ hat gelinde gesagt, nicht alle Tassen im Schrank. Das nächste Mal erledige ich die Buchung wieder, wenn es direkt ist. Der muss noch auftreten. Der sitzt in der Bar und trinkt jetzt schon Whisky. Kaum zu glauben. Ja. Ist dieser komische Clown schon da? Hinterm Vorhang. Wo steckst du denn? Hier. Anton, Anton. Schöne Beine. Schöne Beine. Ich muss mal raus hier. Ich muss mal wieder was Frisches und Nettes, Verführerisches sehen und Sonne haben und schöne Beine. Ach, als Spross einer Hotelfamilie ist es auch nicht leicht, das Erbe weiterzuführen, wenn man für etwas anderes geboren ist. Die Welt steht offen und ich, Trottel, darf mich hier mit hochnäsigen Gästen rumplagen, darf ihre Wünsche erfüllen und ihnen alles von den Augen ablesen. Aber du hast deine Knopfwerke doch gut verhökert. Ein kleines Vermögen. Ein kleines Vermögen, oder? Tja, aber... Und die Schale kostet. Ja, die Schale kostet. Aber du hast die Knopfwerke doch gut verhökert. Trotzdem so ein Batzen Geld auszugeben für nur ein Kostüm? Tja, so sind die Frauen. Ach, dann Mathilde, sie ist so reizend, wirft sich mal so die Schale für unser kleines Kostüm fest. Genau wie meine Luise. Während deine Mathilde mit Freude anreißt, reißt meine Luise mit Freude ab. Sie findet das Kostüm fest abscheulich. Genau wie meine Luise. Ich bin aus dem Hotelzimmer geflohen. Ich habe weder Lust auf dieses grausige Kostümfest, noch meiner Frau beim stundenlang Ankleiden beizuwohnen. Hm. Scheint eine gemütliche Flucht zu sein, so wie du auf dem Barhocker hockst. Und Anton? Ich bin auf der Flucht. Hm. Wie hältst du es bloß mit solch einem exaltierten Weibsbild aus? Ist die Mathilde wieder aufs Dach gestiegen? Die Bar hat doch noch geschlossen. Mensch, war weg um diese Uhrzeit schon Whisky? Nein.
Künstlerpack, in keinem Fall lass. Sicher, hier steht's doch. Schwarz auf weiß. Moment. Habe ich den überhaupt gebucht? Der müsste doch längst hier sein. Wir bitten das geehrte Publikum, näher zu treten. Es hat die angenehme Aussicht, sich vielleicht 60 Minuten lang nicht zu langweilen. Wer nicht zufrieden ist, verlässt schon vorher den Saal. Wer einschläft, schläft ein. Wenn das geehrte Publikum glaubt, sich einer Unterhaltung hingeben zu können, irrt es sich. Kunst dient nicht der Unterhaltung, sondern der Erkenntnis. Was gezeigt wird, ist nichts weiter als das Leben. Die unendliche Wiederholung in all seinen bekannten Facetten. Ich bin ein Narr und eine Marionette. Und ihr seid nichts anderes, wenn ihr glaubt, einen freien Willen zu besitzen. Narren und Marionetten sind wir. Gefangen in unserem Theater, das wir leben, Welt nennen, alle. Rädchen in einem großen Räderwerk. Angesichts der Ereignisse in der Welt, beweise mir einer das Gegenteil und hülfe mir, das alles zu erklären. Pandoras Büchse ist nicht leer. Des Pudels Kern, keine List Gottes. Wo bleibt nur dieser Piro? Herzlichen Dank für diesen warmen und vollen Applaus, für diese volle Hütte, die wir heute zum letzten Mal doch noch erreicht haben. Das hat uns sehr gefallen. Damit ist jetzt für diese von unserer Seite eigentlich die größte Arbeit getan. Wir freuen uns heute besonders, dass wir hoffen, dass möglichst viele von euch bleiben und mit uns tanzen und feiern werden. Und ich übergebe jetzt mal kurz das Wort an Ulf. Okay, dann bereite ich mich auf meine zukünftigen Aufgaben vor als Intendant und so. So, ich hoffe, dass ihr während meiner nächsten 60-minütigen Rede euch nicht langweilt. Wer nicht zufrieden ist, verlässt nicht den Saal, bevor ich einmal getanzt habe. Nein, ich weiß nicht, Achim, ob das recht ist, aber ich würde gern vielen Leuten Danke sagen, die alle an der Produktion hier beteiligt waren und das völlig freiwillig und völlig unentgeltlich gemacht haben.
Und zwar sind das einmal, Video hat gemacht Matthias. Magst du nach vorne kommen? Juhu! Geld fürs Crowdfunding finden. Vielen Dank, Carsten. Dann haben wir einen hervorragenden DJ, den Freiherr Stefan von Rotenhahn oder auch Dirty Dan genannt. Und natürlich auch die, die Vollbeschäftigten, die all ihre Freizeit in unser Projekt gesteckt haben, unsere Nebendarsteller. Achim spricht gerne von Kleindarstellern, aber das verbietet sich bei Maiko und Langi sowieso. Ach, ja. Madeleine und Anna Maria, die heute leider nicht da ist. Und dann natürlich all die Crowdfunding-Unterstützer, die uns hier das Geld reingeschmissen haben. Viele sind da. Vielen, vielen Dank. Wir haben das Crowdfunding-Ziel. Wir haben das Crowdfunding-Ziel nicht ganz geschafft, aber dazu später, aber einen ganz, ganz großen Dank geht eigentlich an Achim, der das Ganze initiiert hat. Yeah. Der Kurator ist dieser Ausstellung, die ganzen Hänge und diese ganzen Bilder, der das alles baut und der lebende Beweis ist, dass eine Schnapsidee in einer Kneipe auch zu einem Ergebnis führen kann. Denn seit 3 Jahren gibt es einen illustren Stammtisch jeden Freitag im Litfaß, der auf den treffenden Namen Bibelkreis hört. Und Achim erzählt mir seit 3 Jahren mit mehr oder weniger alkoholbelegter Zunge. Ulf, wir machen mal was zusammen. Ulf, wir stehen mal zusammen auf der Bühne. Ja, ist klar, Achim. Nee. Und es hat geklappt. Vielen, vielen Dank, Achim. Weil alle Finanzierungen haben nicht so ganz geklappt. Crowdfunding ziehe nur zu 50%. Wir haben wunderschöne Absagen von Stiftungen bekommen, weil wir viel zu spät waren. Man muss das 2 Jahre vorher wissen. So arbeiten wir aber nicht. Wir fangen ein halbes Jahr vorher an in einem freien Projekt. Und deswegen können wir vielen Leuten, denen wir eigentlich ein Geld geben wollten, kein Geld geben. Aber wir wollen ihnen wenigstens eine geile Party schmeißen. Und deshalb, wir haben keinen Eintritt genommen, aber wir nehmen sozusagen Austritt. Wir geben einen Hut rum. Und wie das funktioniert, das erklärt euch jetzt die Godmother auf Jambus Rhymes, Michael. Der Schauspieler merkt dann und wann, dass man die Kunst nicht essen kann. Drum bitten wir das Publikum, dreht eure Portemonnaies jetzt um. Dukaten, Gold, 10-Euro-Schein, darf alles in den Hut hinein. Wir hätten gerne Geld wie Heu. Die Scheine, ranzig oder neu, ist ganz egal. Hauptsache Geld für unsere Bretter dieser Welt. Und jetzt uns allen noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank.